nach dem 2:4-Sieg für den ESC Planegg gegen die EC Memmingen Indians Frauen sind wir in der Memminger Kabine und begrüßen Yvonne Rothemund für Frauen-Eishockey. Hallo Yvonne. Du bist sicherlich mit dem Ergebnis zufrieden, bis dahin war es aber ein weiter Weg und ja ein teilweise auch ein steiniger und durchaus ruppiger Weg. Gehen wir vielleicht mal die Drittel durch. Wie hast du das erste Drittel wahrgenommen? Ja, ich meine, man hat von Anfang an gemerkt, dass die Spannung auf beiden Seiten da ist. Natürlich würdig im Playoff-Finale. Und ich finde, wir sind ziemlich gut ins erste Drittel gestartet, haben wir dann auch relativ schnell Tore erzielen können und haben gezeigt, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen wollen. Und dennoch war es meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Spiel, auch im ersten Drittel schon mit Chancen auf beiden Seiten, wobei wir eben die Chancen besser nutzen konnten und deswegen ziemlich gut gestartet sind. Und würdest du sagen, dass das zweite Drittel dann spiegelbildlich war und Memmingen da eben die Chancen besser nutzen konnte oder waren sie vielleicht sogar stärker in dem Drittel? Also ihr habt ja auch eine Auszeit nach dem Ausgleich genommen. Ja, wir waren dann, haben uns ein bisschen zurückfallen lassen, haben die Zweikämpfe nicht mehr so angenommen im ersten Drittel. Der Schwung war ein bisschen raus, haben dann auch die zwei Tore kassiert, was natürlich ein bisschen zu dem Momentum von Memmingen dann geführt hat. Und dann ist es eben schwierig, auch das Momentum wieder zu brechen, aber wir haben dann einfach zusammengehalten, das Team weitergespielt und konnten das dann eigentlich wieder ganz gut drehen. Das hat man ja dann auch aus eurer Sicht im letzten Drittel gesehen, wo ihr dann letztendlich den Sack eben auch zugemacht habt. Würdest du da sagen, dass ihr im letzten Drittel stärker wart oder war das auch eher so, dass, das, dass ihr dann die Chance gemacht habt, Memmingen hat sie nicht gemacht? Und zum Beispiel Lisa hat ja auch Lisa Emmer, eure Torhüterin, hat ja auch ein paar Mal gute Saves wohl ausgepackt. Emma wiederum auch auf Memminger Seite, Emma Schweiger. Ja, ich würde sagen, das war weiterhin ein offenes Spiel auf beiden Seiten. Sowohl wir als auch Memmingen hatte gute Chancen. Wo man auch natürlich sagen muss, wie du gerade schon gesagt hast, dass diese Hämmerle wirklich starke Saves ausgepackt hat. Aber auch bei uns hat man einfach den Team-Spirit gefühlt und dass wir das Spiel einfach gewinnen wollten. Und gerade weil wir uns im zweiten Drittel halt ein bisschen ablenken lassen von dem, was auch dann bei den Strafen passiert ist und so weiter, weil das Spiel immer härter geworden ist. Und das haben wir im dritten Drittel einfach wieder komplett ausgeblendet und sind geschlossen nach vorne gegangen, haben gekämpft bis zum Ende und konnten dann eben davon profitieren. Und es gab ja relativ viele Strafen und man hat ja auch immer wieder eben Spielerinnen auf dem Eis liegen sehen. Ist das deiner Meinung nach die übliche Playoff-Härte gewesen? Wie bewertest du das? Also ich meine, auf der einen Seite haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt, aber es war halt schon ein etwas ruppiges Spiel. Teilst du das auch? Ja, es war ein ruppiges Spiel, aber wie schon gesagt, ich denke, das gehört einfach zum Playoff-Charakter dazu. Natürlich sind beide Mannschaften noch mehr motiviert als normalerweise. Man weiß, dass es um viel geht. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass es da ab und zu mal ein bisschen scheppert. Und dass man vielleicht manchmal auch übermotiviert in Zweikämpfe geht. Das ist für mich eigentlich ein ganz normales Zeichen von Motivation bei beiden Teams. Dann herzlichen Dank für das Interview. Und ach, eine Frage noch, Yvonne, so schnell lasse ich dich dann doch nicht abhauen. Nein, ich will ja auch weg. Nein, Spaß beiseite. Und zwar, was erwartet denn die Zuschauer im zweiten und im eventuell dritten Spiel in Grafing bei euch zu Hause? Ich denke, wir haben heute schon mal super Werbung gemacht. Und ich glaube, dass es im zweiten Spiel wird sich genauso wenig genommen von beiden Seiten her. Jeder will das Spiel gewinnen. Ich denke, dass es wieder schnell wird, dass es hart wird, dass es physisch und psychisch anstrengend wird für beide Seiten und dass man einfach nur als Team, als Sieger aus dem Spiel rausgehen kann. Das verspricht doch sehr spannend zu werden und ihr könnt entweder live in Grafing dabei sein, in der Scheune, in der Heimspielstätte des EHC Klostersee auch oder aber beim Livestream von Sportdeutschland TV. Beide Spiele werden kostenlos übertragen. Das erste Spiel beginnt nächste Woche Samstag, 14. März um 17 Uhr und das dritte Spiel, wenn es denn eins geben sollte, das findet am Sonntag um 11.15 Uhr statt. Wie gesagt, schaltet Sportdeutschland TV ein oder kommt vorbei und genießt hochklassiges Eishockey. Vielen Dank, Yvonne. Sehr gerne.